Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft im Survival Mode. Und jetzt machen wir mal weiter. Denn da haben wir das letzte Mal haben wir ja ein paar Steine gebrannt. Und wollten jetzt hier an dem Häuschen weiterarbeiten. Da kann uns hier jetzt keiner mehr stören. Kein Zombie, kein Creeper, kein gar nichts. Denn da ist jetzt auch eine Tür drin. Achso, hier. Wer bin ich denn? So. Jetzt kann uns aber keiner mehr stören. Jetzt ist hier Tappenduster. So, das geht. Holzer Respawn direkt wieder. So, okay. Ja. Solange nichts passiert. Jetzt müssen wir hier noch wieder hoch. Ich muss ein bisschen vergessen, dass das hier halb kaputt ist. Da drunter. Aber nehmen wir da am besten keinen Kies für, sonst können wir uns hier dumm und dämlich farmen gehen. Jetzt bin die ganze Erde weg. Wo? Und da ist schon die Schaufel futsch. Die Erde brauchen wir jetzt gerade mal nicht. Ganz egal, was ihr da auf der anderen Seite macht. Hier ist erstmal Zombie-Creeper-freie Zone. Hier kann passiert nichts. Was für ein Nintendo-Spiel habt ihr denn früher gespielt? So für den Super Nintendo oder Game Boy oder so. Ich meine, Pokémon haben wir ja schon gespielt. Was haben wir noch gespielt? Sonst haben wir nichts gespielt, ne? Auf Nintendo-mäßig. Weiß ich jetzt nichts. Zumindest kommt ja heute auch wieder eine Folge von Super Mario Advance 2. Oder früher Super Mario Worlds einfach genannt. Weil das jetzt für den Advance war, ist. Heißt das halt Advance. Genau wie die anderen Mario-Teile. Dann kommt doch irgendwann nochmal Yoshi Island. Das müsstet ihr auch kennen. Da gab es ja irgendwann auf dem DS auch einen zweiten Teil von. Und jetzt, glaube ich, gab es ja auch wieder einen neuen für den Nintendo 2DS oder 3DS oder 3DS New oder was. Das war auch nicht schlecht. Das kann ich auch nochmal weiterspielen. Für mich selber alleine zu Hause, da ich noch keine Capture-Karte habe oder sowas, wo ich das abfüllen kann. Das muss ich mir dann nochmal besorgen gehen. Nicht ich besorge es mir, sondern ja schon, aber ich meine jetzt die Capture-Karte. Ne? Nicht wieder, was ihr da denkt. Dann gleich wieder die Taschen voller Erde. Ich weiß, das haben wir hier extra alles Folge für Folge nach hingebaut, aber ja, ihr wisst das ja. Wenn da ein Boden reinkommt, dann kommt da ein Boden rein und dann kann das schnell mal sein, dass man das halt wieder wegkloppen muss. Das ist kein perfektes Let's Play von mir da bei Super Mario World, aber ich meine, sterben oder hier sterben oder bauen hier, das gehört ja eigentlich genau zu dem Spiel dazu, dass das passiert. Wenn man mal unachtsam ist, ich bin hauptsächlich unachtsam, aber weil ich immer nervös bin, auf welchen Grund auch immer. Das war ein neues Projekt, da sollte man eigentlich... Muss man ja nicht unbedingt nervös sein, dann passiert ja nichts.
gespielt ist. Das Spiel habe ich ja schon mal gespielt. Da habe ich auch ein paar Secrets. Habe ich damit gesucht und freigeschaltet. Damit ich euch auch was zeige, damit nicht immer wieder das gleiche passiert. So, durchgestartetes Level, nächstes Level, nächstes Level, nächstes Level. Sondern auch ein paar Geheimgänge und die Sternenstraße und so. Soweit kann ich ja schon mal sagen, wo das ist und wie das funktioniert und was da, wo genau das ist und was man da machen muss. Das seht ihr dann in den Videos. Genauestens. Auch wenn wir da mal ein bisschen länger für gebraucht haben, aber das ist ja nicht gerade so, dass man das direkt auf Anhieb schafft. Manche schaffen das. Gut, die spielen noch tagtäglich. Nintendo und mit dem Joystick und so. Aber manchmal klappt es ja dann doch gut. Und da muss man erstmal reinkommen. Also zumindest ist das bei mir so. Ich weiß ja nicht. Manche können das ja direkt von Anfang an. Die spielen das und dann können die das direkt und. Sie sind direkt Weltmeister und können direkt hier beim, weiß ich wie das heißt, da die Weltmeisterschaft. Jetzt ganz mal ganz ehrlich, natürlich ist es interessant und Wahnsinn, wenn einer das 6 in 8 Minuten und was ich was durchspielt, aber ja, man soll an dem Spiel Spaß haben, man soll jedes Level genießen, so wie es ist, auch wenn man ein paar Mal stirbt. Wenn man dann ein paar Mal stirbt, dann guckt man sich das nochmal an, wie das funktioniert, wie man das besser machen könnte. Dafür ist ja YouTube da, damit wir euch dabei helfen, wenn ihr mal Probleme habt oder uns auch gerne zuguckt dabei, dass ihr da weiterkommt und wir euch dabei geholfen haben und ihr euch dann daran erfreuen könnt, dass ihr da weitergekommen seid. Das habe ich auch bei God of War, bei dem letzten Teil, der rauskam, ist nicht God of War 3, da remastered, sondern der letzte Teil, der auf die PlayStation 3 rauskam. Da habe ich ja auch, habe ich mir auch mal ein paar Let's Plays angeguckt oder so. Und habe mir dann, okay, weit sind wir nicht gekommen, aber. Müssen wir uns nochmal gerade eine Schaufel machen. Kurz über den Graben springen. So, es manchmal ruckelt oder wieso das Mikrofon jetzt wieder leiser ist. Das ist mir ein Rätsel, wie das funktionieren kann. Wieso das jedes Mal sich wieder umschaltet von 0 auf von 100 auf 72. Das ist schön und gut, dass er das einfach so von sich aus macht, aber ich würde dann gerne noch ein bisschen da Anteilnahme haben und vielleicht kann ich das ja mal irgendwann ausschalten oder so, keine Ahnung. Sau viel brauchen wir. Dafür brauchen wir Steine. Da haben wir aber keine Steine. Da müssen wir wieder darüber laufen. Da haben wir ja noch ein paar Steine. Da können wir direkt auch da zusammenbauen. Ein paar Stück machen und dann klappt es. Dann kriegen wir noch ein paar Steine mit. Kommen wir die Rolle rein. Vielleicht brauchen wir die ja nochmal. Dann wissen wir ja ungefähr, wo die ist. Das ist schon eine Geräuschkulisse, ne? Wenn man alles Schweinchen, Schafe, Kühe, alles hat man da. Problem erkannt, Gefahr gebannt oder so ähnlich. Irgendwie so rum war das doch, glaube ich.
Habt ihr auch manchmal das Gefühl, wenn du sagst, also ich, zu Bekannten, Freunde, Mutter, Vater, Schwester, Tochter, weiß auch immer, habt ihr das dann auch manchmal, dass du sagst denen, das ist so und so, bist felsenfest davon überzeugt und so, aber die, das sehe ich nicht oder so. Und dann sagt ein anderer genau das Gleiche, was du auch gesagt hast, und auf einmal. Ja, stimmt. Also, dann nimm mal das und das und damit da keine Feuchtigkeit, bla bla, rum die dumm ist. Dann denkst du dir auch so, ja, klar. Verarschen kann ich mich auch selber. Kann man nur hier reinmachen? Naja, wir bauen das erstmal und dann gucken wir, was wir da draus machen. Ich weiß, das macht sonst keiner, aber ich mache das jetzt mal ganz einfach. Ich baue jetzt erstmal und dann. Was haben wir denn da? Haben wir dann noch Wiesken? Ja, da haben wir noch 64 Stück. Da müssen wir mal gucken, ob wir da jetzt mit den ganzen Dingern hier auskommen. So, das geht wohl dann ein bisschen schneller, als es sonst abzubauen geht. Ist nicht verkehrt, ne? Kann man immer mal so jetzt erstmal ein Schnitzel zwischen dir backen. Sonst macht der Junge hier schlapp. Leg mir auch direkt demnächst mal nochmal ein Yoshi-Skin zu für den. Für Spider-Man, ja. Hier für Minecraft meine ich. Damit mal. Damit das hier seine Richtigkeit hat. Meint, der gefällt mir zwar auch, aber geil. Müssen wir halt mal sehen, wie wir das machen. So, die Hälfte haben wir jetzt, glaube ich, schon mal. Dann können wir ja jetzt nochmal die Hälfte wegloppen, ne? Ich glaube, da haben wir jetzt keine Befürchtung, dass wir wieder ins Wasser reinfallen. Hier können wir jetzt einfach wegkloppen. Und gut ist. Was ich auch besonders hasse, weiß manchmal bin ich immer voll doll am Meckern und so, aber ich weiß nicht, das gehört irgendwie zu mir, keine Ahnung. Was ich dann besonders hasse, wenn du dann mit einem sprichst und sagst ja so und so, kann man so und so die Sachen machen oder so und so. Und dann, ja, Und dann 5 Minuten später sagt derjenige genau das gleiche, was du als zweites vorgeschlagen hast. Dann denkst du dir auch, ja, das habe ich gerade gesagt, aber naja, okay. Okay, hier haben wir eine Lücke gelassen. Aus Gründen. Vielleicht war da Kohle drin oder so. Jetzt haben wir uns hier so eingemauert. Jetzt sehen wir kaum mehr nach draußen, aber hier werden wir bestimmt noch ein oder das andere Fenster reinmachen. Müssen mal gucken, ob wir da ein bisschen Glas noch haben. Das ist, ich hoffe, kaputt. Dann nehmen wir die nächste oder haben wir keine mehr. Doch. Ich wollte schon sagen. Ding, ding. Sowas ärgert mich, wenn ich am Sprechen bin und keiner hört mir dabei zu. Du redest in den Mund fusselig und dann fragt dich einer so und so und so. Oder was noch bescheuerter ist, im einen Zug sagen sie, ja, du bist ja nicht doof, aber dann im nächsten Zug, ja, um das auszumessen, nimmst du den Zollstock. Nee. Oder das Interessanteste da ist, wenn du dann sarkastisch bist und sagst, nee, ich nehme die Finger dafür. Wieso bist du denn so frech? Er hat damit angefangen, mich doof, für doof zu verkaufen. Oder findet ihr das lustig, wenn einer euch verarscht und sagt, ja, du bist doof, hier, nimm mal den Zollstock dafür. Dann denkst du dir doch auf, hallo? Ich weiß nicht, vielleicht jeder an irgendwas
mehr vorbei? Ich weiß es nicht. Vielleicht will ich mir das auch nur einmal durchsprechen, so ganz deutlich und vernünftig und keine Ahnung wie. Ich weiß nicht, vielleicht bilde ich mir das ein. Müsst ihr mir mal sagen, müsst ihr mir mal in die Kommentare schreiben, was ihr da so versteht, was ich da von mir gebe. Vielleicht weiß ich, vielleicht bin ich da irgendwie falsch informiert, was ich so von mir gebe. Was mich ja auch interessiert, natürlich, ich habe jetzt hier meinen Namen geändert, wieder zu Yoshi Dark, so war der Name ja auch am Anfang. Dann war ich Yoshimitsu, dann war ich wieder Sleeper JK, dann war ich wieder Yoshi, dann war ich wieder Sleeper JK und jetzt bin ich wieder Yoshi Dark. Ich bin noch immer der gleiche, an der Stimme wird mir das wohl erkennen können. Auch wenn da mal das ein oder andere Video dabei war, wo die Stimme anders war oder ich dann noch kein richtiges normales Mikro hatte. So, jetzt machen wir jetzt erstmal wieder eine Schaufel. Auch einer. Zwei Stück wieder. So, weg mit dem Dreck jetzt hier. Aber manchmal habe ich so das Gefühl, dass die Leute irgendwie was mehr wissen als ich weiß oder das gesehen, hören, riechen, was ich sage und mir dann genau das gleiche sagen, als welchen Film, so als hätten die ja schon Drehbuch und wissen genau, was ich sage und wann ich das sage und wie ich das sage und wie ich das meine, weil irgendwann sagen die dann genau das gleiche, so und so und das und dann denke ich mir, irgendwas läuft hier falsch. Und was ich auch besonders nicht gut finde, wenn die Leute nicht einfach sagen können, was sie denken, genau was sie denken. Damit ich weiß, wo ich dran bin und mich hier nicht irgendwie verrückt mache. Gleich nochmal, wenn wir hiermit fertig den Boden rausgekloppt haben, den Bruchstein hier reingetan haben, dann gucken wir nochmal danach, dass wir noch ein paar Ziegelsteine haben, weil die brauchen wir ja. Ich weiß nicht, wie viel Stockwerk ich hier drauf machen möchte, aber einige werden es schon wohl sein. Das ein Block sieht so aus jetzt wie zwei. Durch irgendwelche Kameraeinstellungen, die ich mal irgendwann mal eingestellt habe. Naja, da könnt ihr euch ja mal zu äußern, was ihr darüber denkt, so über die Sachen, die ich heute in dieser Folge losgeworden bin. Das würde mich freuen, wenn mir da einer mal was zu sagen könnte, wie er darüber denkt oder ob ihn das aufregt oder wie oder was oder wo. Oder ob ich mir da keine Gedanken drüber machen soll und einfach, ja, weiß ich, weitermachen und gut ist. Müssen wir uns gleich nochmal ein bisschen Steine holen. Jetzt haben wir hier schon wieder die Kacke gemacht. Ich glaube, da ist man schneller mit. Da meist bestimmt auch Effizienz. Spawnen die eigentlich hier auch rein, Skelette oder? Ist das auch Stein? Scheinbar, ja. Haben wir bestimmt eben aufgehört einfach und dann. So. Da haben wir nochmal zwei. Vielleicht kommen wir aus, vielleicht nicht. Mal gucken. Ja. Schöner Sternenhimmel, nur die Wolken. Ja, egal.
Machen wir demnächst vielleicht da eine Brücke von dem einen Felsen zu dem Baumhaus da, wenn das so in der Höhe ist ungefähr. Am besten mit Holz, ne? Das sieht besser aus. Vielleicht könnte man da noch ein paar Akazienbäume, oder wir nehmen einfach hier das Eichenholz. Eicheholz. Eiche? Eicheholz. Nicht Eichelholz oder keine Ahnung, sondern Eichen. Eicheholz. Eicheholz. Keine Ahnung. Ich weiß, ich habe gesagt, wieder mit Musik, aber ich bin ein bisschen. Schabe nehme ich ein bisschen Mario-Musik noch und noch ein bisschen Pokémon-Musik. Die alte Musik von der roten und der blauen Edition. Normale 8-Bit-Musik und trotzdem gut. Noch immer. Nach auch so vielen Jahren. Kann man ja sehen, ja, wie man will. Ne? Irgendwie verbraucht man gar nichts an Essen, aber ich glaube, der hat sich jetzt langsam dran gewöhnt, dass man so viele Steine hier verbraten. Da sagt er schon gar nichts mehr hier. Der Mannequin. So, dann müssen wir jetzt wieder Steine holen. Rüber. In das Häuschen. In das Haupthäuschen. So ein Schwert hier ausstatten. Wenn jetzt ein Zombie oder irgendwas. Da, so ein Bleistift. So. Wunderbar. Haben wir noch ein verdorbenes Gehirn und Spinnenfaden. Das wollen wir vielleicht später erstmal, aber ich glaube Tränke, ja, was soll man denn hier Tränke verschwenden? Wenn hier vielleicht mehrere Leute wären auf dem Server oder nö, eigentlich nicht. Soll man sich gegenseitig bekämpfen? Das ist doch unnötig. Achso, ja, wollten wir ein paar Steine mitnehmen, ne? Schmeißen hier mal das Zeug hier weg. Und gucken mal da unten, ob da schon wieder was fertig ist an Stein. Muss ich immer das Loch genau gucken, wo das ist. Sonst funktioniert das nicht. Ja, wir sind in der Höhle. Mittlerweile habe ich das gescheckt. So, hier ist nichts drin. Das ist wunderbar. Da haben wir noch. 6 Stück. Ja. Also, schmeißen wir die weg. Das ist auch nichts hier drin. Okay, gut. Naja, haben wir jetzt erstmal genug. Genug. So. Packen wir mal die Ziegelsteine immer gerade hier rein. Und machen aus den Knochen ein bisschen Knochenmehl. Was anderes kann man ja da nichts draus machen. So ein 64er Steck natürlich. Knochenmehl. Solchen ist. Achso, ja, Steine weitersetzen. Für letzte paar Minütchen, Sekündchen, wie auch immer. Zumindest gehen wir erstmal dahin und dann kann man weiter gucken, ne? So. Ja, das war mal klar. Hallo. Das ist durch die Wand gebackt gerade. Darum hat er auch so komisch geschrien.
Ja, dann wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß mit dieser Folge. Und beim nächsten Mal werden wir den Boden da fertig machen, eine Treppe reinbauen und dann in die nächste Etage gehen. Ja, dann wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Wünscht euch euer Yoshi. Ciao.